Hey, hi, schön hier zu sein. Wir waren gerade in Bochum, da war es auch schon total toll. Und wow, hier sind so viele, ist echt cool. Trotz WM, ich weiß gar nicht, ob heute irgendwie spielt. Spielfrei? Geil, hoffentlich bald für lange Zeit. Ich kann es immer nicht haben. Aber gut, ich mag es nicht, weil ich Fußball nicht möchte oder weil ich irgendwie nicht es toll finde, wenn Leute Spaß dran haben. Aber leider werden solche Events ja immer wieder benutzt, um irgendwelche Sachen an uns dran vorbeizumogeln. Wir haben es alle kommen sehen. Wieder einmal wird die Fußball-WM dazu benutzt, umstrittene Gesetze im Hauruck-Verfahren durch den Bundestag zu peitschen. Und allzu viele lassen sich doch wieder einlullen. Ich glaube, ich muss noch näher, ne? Gut, die Kritik an der FIFA ist längst verstummt. Und die Massen ergehen sich wieder brav an der allzu kuscheligen Deutschtümelei. Deutschland, die EU und die NATO unterstützen weiterhin die faschistischen Machenschaften der ukrainischen Regierung und die Medien schreiben den Völkermord an der prorussischen Bevölkerung zu einem Kampf gegen den Terror um. Die Massaker an der Bevölkerung in Slawiansk, Donetsk, Lugansk. Längst schon müssen wir hier klar über einen Genozid reden. Wir tragen mit Schuld an dem, was hier passiert. Wenn wir nicht unsere Stimme erheben und unsere Regierung zwingen, einen neuen außenpolitischen Kurs der Versöhnung und Vermittlung einzuschlagen, gerade Deutschland, das mit Abstand wirtschaftlich stärkste Land der EU, gerade dieses Land könnte so viel politischen Einfluss auf die Entwicklung in der Ukraine nehmen. Und das tut es auch. Aktuell sieht dieser Einfluss allerdings so aus, dass die faschistische Regierung von Deutschland aus finanziell mit Millionen unterstützt wird. Sie wird von uns gestärkt und anerkannt. Bedingungslos wird sie unterstützt. Wer diese Unterstützung kritisiert, wird als Putin-Versteher diffamiert. Indem diese Regierung gestärkt wird, so hofft man, wird in der Ukraine bald wieder Ruhe einkehren. Ja, das wird es irgendwann. Es wird eine gespenstische Ruhe sein. Dann, wenn der Völkermord an der prorussischen Bevölkerung zu Ende gebracht wurde. Und entweder alle, die noch was gesagt haben, tot sind, oder die, die noch leben, sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Eines Tages werden wir dann Grenze niederlegen. Wir werden mit Scham an die Vergangenheit zurückdenken, so wie wir heute mit Scham an den Völkermord in Ruanda denken. Zum zweiten Mal in der Geschichte findet in Deutschland eine Unterstützung und Akzeptanz einer faschistischen Regierung statt. Alle Beteuerungen, wir haben aus der Geschichte gelernt, sind für mich unglaubwürdig geworden. Stattdessen wird unsere moralische Verantwortung, welche sich aus unserer Geschichte ergibt, dazu benutzt, einseitig jegliche Kritik an Ländern, welche unzählige Opfer im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zu beklagen hatten, im Keim zu ersticken. Selbstverständlich müssen wir uns fragen, welches Recht wir haben, andere Länder, denen durch das Handeln der deutschen Bevölkerung so viel Leid zugestoßen ist und welche unzählige Opfer brachten, um uns vom Faschismus zu befreien, zu kritisieren. Wenn wir dazu kein Recht haben, so müssen wir dies auf alle Länder und Völker anwenden, welche durch die Verbrechen der NS-Zeit zur Schade kamen. Aktuell gilt dieses Kritisierungsverbot aber nur für Israel und die USA. Der Ton, welcher hingegen gegenüber Russland gefunden wird, zeugt nicht nur von fehlender Diplomatie, nein, er beweist die einseitige Auslegung der historischen Verantwortung Deutschlands. Aber gerade diese historische Verantwortung sollte uns eine Verpflichtung sein. Eine Verpflichtung, jederzeit, an jedem Ort unsere Stimme gegen Faschismus, Völkermord, Nationalismus und Vertreibung zu erheben. Gerade weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben,
sollten wir fähig sein, uns mit den betroffenen Völkern des Zweiten Weltkrieges offen, solidarisch und auch kritisch sprechen zu können. Unter Freunden muss eine solidarische Kritik immer möglich sein. Was ist das sonst für eine Freundschaft, in der eine Seite immer alles kritiklos hinnehmen, ja sogar unterstützen muss? Im Privaten würde das wohl keiner von uns akzeptieren. Doch in der aktuellen Meinungshoheit wird ohne Unterlass und jederzeit bereitwillig Kritik an Russland geübt. Während Menschen, welche es auch nur wagen, die USA, das Bankensystem oder gar Israel zu kritisieren, sofort zu Feinden der USA und zu Antisemiten deklariert werden. Aber gerade wenn mir ein guter Freund sehr am Herzen liegt, besonders dann, wenn ich sehe, dass er durch sein Handeln sich selbst und anderen immer wieder Schaden zufügt, gerade dann wäre eine freundschaftliche Kritik doch dringend notwendig. Hätten wir nicht als Freunde Israels sofort unser Beileid bekunden müssen, als in der letzten Woche die drei jungen israelischen Männer tot aufgefunden wurden? Und hätten wir nicht aber auch ganz offen unsere Besorgnis äußern müssen über den Ruf nach Vergeltung, welcher in dem grausamen Mord an einem palästinensischen Jungen gipfelte, der bei lebendigem Leibe angezündet wurde? Diese Vergeltung, sie hat die Welt wie immer nicht gerechter gemacht. Sie hat das Leid wieder mal nicht vermindert, sondern vermehrt. Und sie hat den Konflikt wieder erstarken lassen. Wir haben es kommen sehen und wir hätten unsere Freunde bitten müssen, innezuhalten und besonnen zu bleiben. Aber wir haben geschwiegen und haben damit aus Angst es zugelassen, dass die Lage in diesem wundervollen Land wieder eskaliert. So geht man nicht mit Freunden um. Diese Woche wurde dem Fracking vorsichtig die politische Türe geöffnet. Zunächst mit hohen Auflagen, versteht sich, da das Fracking in der Bevölkerung aktuell keinen Rückhalt findet. Aber bei Bedarf werden diese Auflagen schon immer mehr abgeschliffen werden. Das kennen wir ja alle von der Kernenergie. Und der Bedarf entsteht schon durch die vermeintlich benötigte Unabhängigkeit vom russischen Gas. Aber gerade das Bewusstsein der Abhängigkeit der Völker untereinander ist das, was unsere Politiker dazu zwingen kann, die solidarische Zusammenarbeit miteinander zu suchen und damit den Frieden zu sichern. Wir können alle nicht unabhängig voneinander existieren. Wir müssen es begreifen, wir alle sind die bedingte Entstehung. Und wenn der neben uns nicht glücklich ist, dann wird es auch auf Dauer nicht unser Glück sein. Das gilt für Menschen, für Völker, für Nationen, für die ganze Weltbevölkerung. Stattdessen wird sich ernsthaft Gedanken gemacht, tonnenweise Chemie in unseren Boden zu pumpen? Da wird eine faschistische Regierung in der Ukraine unterstützt und toleriert, nur damit man sich nicht eventuell doch nochmal eine vernünftige, diplomatische, solidarische Außenpolitik gegenüber Moskau überlegen muss? Ganz ehrlich, das kommt mir vor wie das Verhalten eines Dreijährigen, der lieber seine Sandburg kaputt macht, nur damit der Nachbarsjunge, den er nicht mag, nicht mitspielen darf. Von unseren Politikerinnen fordere ich daher die solidarische und kritische Zusammenarbeit mit allen Völkern ohne Ausnahme. Ein Konzept zur Lösung des wirtschaftlichen innerukrainischen Konflikts, welches es der Ukraine ermöglicht, gute wirtschaftliche Beziehungen zur EU und zu Russland zu behalten. Eine sofortige, verbindliche Zusicherung über den sofortigen Stopp der NATO-Osterweiterung. Und unsere Presse fordere ich auf, sich an ihre Aufgabe, die Information der Bevölkerung zu besinnen. Statt sich durch die tendenziöse Berichterstattung die objektive politische Meinungsbildung zu verhindern und sich der Kriegstreiberei schuldig zu machen. Danke.
So, wer möchte denn jetzt das Mikro wieder haben? Ja, hallo, ich bin Vasili Konberg. Ich komme mit Lea aus Berlin. Bonn wohnen wir auch. Wir waren gerade in Dortmund. Auch schön, schönen Gruß dort soll ich aus Eis richten, aus Dortmund, aus Bochum. Ja, okay. Ja, aber schönen Gruß aus Berlin auch noch. Ne? Ihr habt eine Menge heute gehört. Ich glaube, Ken und Petra waren auch sehr gut, oder? Waren die gut? Ja. Hatten auch noch Besuch hier von denen, die es nicht so gefällt. Aber naja, werden wir ja alles auf dem Video sehen. Oder auf den WDR-Aufnahmen. Ihr habt jetzt relativ viel Tagespolitisches gehört. Und ich habe mir mal gedacht, ich lese noch was ganz anderes vor. Also vor allen Dingen auch deswegen, weil ich heute einfach keine Zeit mehr hatte, in der Rede zu schreiben. Aber deswegen greife ich mal auf einen Text zurück, den ich schon vor 2 Jahren geschrieben habe und der sich irgendwie immer noch aktuell ist. Erstmal zu Dortmund. Ich habe hier relativ gute Erinnerungen an Dortmund. Ich bin hier oft in diesem veganen Café, Pigs and Treats. Kennt ihr das? Ja, wo mal die Kim Vegan Wonderland mal. Oh, das hat sie jetzt aber leider verkauft. Da habe ich meine erste Lesung gemacht hier in Dortmund. Okay, dann mache ich jetzt mal auch eine Lesung von einem Text. So mal ich mir lila Piraten. Ist mal was anderes. Als Kind verband ich Somalia irgendwie immer mit lila. Ich stellte mir vor, wie ich mit einem Pinsel lila Farbe auf die schwarze Erde male. So mal ich lila. Heute denkt ein Kind bei Somalia nicht mehr an lila Farbe, sondern an Piraten. Schreckensbilder geistern durchs deutsche Fernsehen. Bilder von gekaperten Frachtschiffen, angegriffenen Passagierschiffen, Anarchie, Kriegszustände auf den Meeren rund ums Horn von Afrika. Schließlich schickten wir unsere stolze Bundeswehr, um die bösen Piraten in Schach zu halten. Und selbstverständlich wäre auch ich froh, wenn an der Seite meines gedachten Schiffes ein stolzer Zerstörer die Piratenschiffe vertreiben und so für meine Sicherheit sorgen würde. Ach, wie schrecklich sind nur die Bilder von verängstigten deutschen Passagieren und Matrosen. Und dann diese furchtbaren Bilder von diesen unheimlichen Piraten. Nein, natürlich sind auf den Fotos keine verwegenen, vollbärtigen Männer mit Augenklappe zu sehen. Es sind einfach nur dunkelhäutige Männer. Entweder mit erhobenem Schießgewehr in den Händen oder mit erhobenen Händen ohne Schießgewehr. Manchmal haben sie Armeeklamotten an, mal einfach nur T-Shirts und kurze Hosen. Etwa 1000 sollen es inzwischen sein. Wie kamen sie überhaupt auf die Idee, fremde Schiffe zu kapern? Weil sie einfach böse Menschen sind? Was würde passieren, wenn man hier vom Bahnhof den Passanten ein Mikro unter die Nase halten und fragen würde? Was meinen Sie? Was sind das für Menschen, diese somalischen Piraten? Ich ahne es. Verbrecher dürfte die Liste anführen, gefolgt von Schulterzucken und keine Ahnung. Die mir vorgestellten politisch unkorrekten Antworten lasse ich in dieser Stelle mal weg. Doch wissen wir wirklich, wer da unten unsere Schiffe überfällt? Ich sehe bei Wikipedia. Seit über 20 Jahren herrscht in Somalia Bürgerkrieg, lese ich da. Seit über 20 Jahren gibt es praktisch keine Staatsgewalt mehr. Wusste ich es doch. Verbrecher, Kriegstreiber. Erst machen sie ihr Land kaputt und jetzt, wo es kaputt ist, überfallen sie friedliche Schiffe. Dann lese ich weiter. Es gab im Laufe des Krieges mal eine Hungerkatastrophe im Süden Somalias. Weil sich die Zahlen der Todesopfer lese, halte ich für einige Sekunden die Luft an. Bis zu 500.000 verhungerte Menschen. Das sind Zahlen, die für mich nicht mehr vorstellbar sind. Somalia.
Irgendwie begann die unermessliche Katastrophe, die dieses Land später heimsuchen sollte in den 70ern. Von der Sowjetunion unterstützte Präsident Somalias Siad Barre träumte von einem Großsomalia und überfiel seine Nachbarn Äthiopien. Sein Glück währte nur so lange, bis die Sowjetunion sich einige Jahre und einige äthiopische Politikumbrüche später entschied, die Zeiten zu nutzen. Siad Barre erhielt darauf Unterstützung durch dreimal auf der Rat. Das ist alles so ein unglaublicher Mist. Man möchte einfach resignieren. Äthiopien und Somalia dienten den Großmächten des Kalten Krieges als Ersatzkriegsschauplatz. Ich lese etwas von amerikanischen Northrop-Kampfbombern, die sich mit sowjetischen MiG-21 duellierten. 15.000 Kubaner kämpften in dem Krieg mit. Später schaltete sich auch noch China mit ein. An der Seite der USA. Völlig verrückt. Weiß das heute überhaupt noch jemand? Somalia verlor den Krieg, den es im Irrglauben begonnen hatte, die besten Unterstützer an seiner Seite zu wissen. Nach dem Krieg verarmte das Land immer mehr, bis schließlich 1991 der Bürgerkrieg ausbrach. Siad Barre gestürzt wurde und das Land zerbrach. 13 Millionen Einwohner hat das Land. Am Anfang der 90er Jahre bis zu 500.000 von ihnen verhungert sind, sind das, ich wühle mich weiter durchs Internet, Hungersnot in Somalia. Und dann führt mich die Suche zum Weltpressefoto aus dem Jahr 1992. Es zeigt eine somalische Mutter, die ihr in ein weißes Tuch gewickeltes, verhungertes Kind hochhebt. Man weiß nicht, legt sie es gerade hin? Legt sie es gerade auf den Boden? Hebt sie es nach oben? Man sieht ihr Gesicht nicht. Sie ist nach vorn gebückt, hält ihr verhülltes Kind in den Armen wie einen Teppich oder ein Stück Brennholz. Weint sie? Was denkt sie? Und wie sieht ihr Kind aus? Es wirkt alles so friedlich, unheimlich friedlich. Man sieht ihr Gesicht nicht. Man sieht es nicht. Nichts sieht ihr Gesicht. Alles vertrocknet. Alles. Lila Land der Piraten. Selbstgemaltes Bild vom Land der Piraten. So malten wir unser Bild vom fernen Somalia. 4 von 100 Somalis sind 1992 verhungert. Was passiert mit Überlebenden, die Angehörige auf so furchtbare Weise verlieren? Was passiert mit einem Volk, dem der Hunger hunderttausende Menschen entreißt? Was kam danach? Hat Somalia Unterstützung erhalten? Zuerst kam die UNOSOM und wollte mit Waffengewalt für Frieden sorgen. George Bush Senior wollte damit seiner neuen Weltordnung Leben einhauchen. Diese Großmachtsidee sah vor, dass die Welt am amerikanischen Wesen genesen sollte. Wir wissen heute, wie es ausging. Die UNOSOM wurde aus dem Land verjagt. Und die Welt ist auch nicht am amerikanischen Wesen genesen. Verschwimmt hat sie sich viel mehr daran. Dann kam der Müll nach Somalia. Für das zerstörte Land, über keinen Gewässerschutz mehr verfügte, wurden die somalischen Meere beliebte Ziele für ausländische Giftmüllschiffe. Bis zu 1.000 Euro wird in Europa für die Entsorgung eines Giftfasses gezahlt. Ein riesiges Geschäft, wenn man die später einfach ins somalische Meer kippen kann. 2004 spülte der Jahrtausend-Tsunami unzählige Fässer mit radioaktiven Abfällen an Land, mit Quecksilber, Schlamm und Schwermetallen. Machte dann die Bevölkerung krank. Wenn die See noch nicht vergiftet war, sorgte schließlich eine international bunt zusammengewürfelte Fischflanke dafür, dass alles aus dem Meer geholt wurde, was irgendwie verwertbar war. Und stelle sich das vor, ein Volk, ein unfassbares Leid erfahren, liegt am Boden,
Und weil er sich nicht mehr wehren kann, wird es von uns auch noch ausgeraubt. Von uns. Ja, von uns. Die Giftmüllverklappung vor Somalia konnte bislang einer schweizerischen und einer italienischen Firma nachgewiesen werden. Unter Flagge der Raubfischflotte agierten vor allem spanische und französische Unternehmen, Europäer. Und natürlich wird nichts dagegen unternommen. Die EU nimmt alles stillschweigend hin, obwohl der Skandal längst von Journalisten aufgedeckt wurde. Gegen die gefährlichen Piraten werden hingegen Geschütze aufgefahren. Das ist das wahre Gesicht des Westens, das anderen Ländern allzu gern die Verletzung von Menschenrechten vorwirft. Die somalischen Piraten waren einmal Fischer. Ihre nutzlos gewordenen Fischerboote dienen ihnen heute als Piratenschiffe. Sie haben eine neue lukrative Einnahmequelle entdeckt. Und obwohl ich erstmals so etwas wie Verständnis für diese Verzweiflungstaten in mir aufkommen spüre, damit mir das Kapern von ausländischen Schiffen natürlich nicht geschehen. Deshalb ist es richtig, dass unsere Schiffe eskortiert werden. Doch eines sollten wir im fernen Europa ganz schnell unterlassen. Das Zeigen mit dem Finger auf die Schuld anderer. Denn wir tragen enorm Mitschuld am Land. Natürlich können wir es uns leisten, die wahren Gründe für die Piraterie unter den Tisch zu kehren. Wir können es uns genauso leisten, wie die abwertende Bezeichnung von Menschen als pro-russische Separatisten, die sich derzeit in der Ukraine gegen eine faschistisch geprägte Regierung stellen, die diese Menschen als Untermenschen bezeichnet und auch so behandelt. Natürlich schaffen wir es irgendwie, unser Bild von der Überlegenheit des transatlantischen Bündnisses und der entfesselten Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten. Wir haben enorm leistungsfähige Verstärker mit 100 Millionen Watt. Die werden schließlich mit richtig viel Euros und Dollars getrieben. Und wenn wir da einmal laut hineinbrüllen, können die Somalier oder die Ukrainer oder die indigenen Völker Brasiliens das ihnen angetane Unrecht noch so laut rausschreien. Es wird hier niemand mehr hören. Wir haben mehr Gewicht als sie und in einer kapitalistischen Welt von heute, in einer Welt der ungezogenen Freizügigkeit, wird das Recht des Stärkeren über den Schwächeren als unbestreitbares Gesetz. Unbegrenzte Freiheit für Wölfe jedoch führt zum Massaker unter Schafen. Und die Wölfe finden das natürlich richtig. Und wir sind bei den Wölfen. Unser selbstgerechtes und selbstverliebtes Wertesystem übertönt kritische Stimmen einfach. Wir alle, wir die Bevölkerung, tragen dieses angeblich so fortschrittliche und zivilisierte, dieses so glitzernde und blinkende, dieses selbstverliebte Wertesystem mit. Und wir betrügen damit vor allem uns selbst. Doch irgendwann blendet auch dieses Weltbild auf den Müllband der Geschichte. Dann wird es dort neben dem der Römer leben, die auch mal dachten, dass ihre Werte die edelsten seien. Oder neben dem der Spanier, die sich mit Gott wähnten, dass sie die südamerikanische Urbevölkerung massakrierten. Oder neben dem der Faschisten mit ihrer ergeblichen Überlegenheit der arischen Rasse. Dort wird es einmal liegen, unser schönes, freies Wirtschaftsweltbild. Mit den Banken als Tempel und dem Recht auf ungehinderte Ausbeutung fremder Ressourcen. Auch der Müllhaufen wird es sein. Die Frage ist nur, ob wir auch noch bleiben. Oder ob wir es schaffen, uns rechtzeitig zu verändern. Nein. Eine somalische Frau, die ihr verhungertes Kind
schönen Abend. Ja, vielen Dank. War sehr schön. Es sind, glaube ich, viele Leute. Ich wünsche euch sehr viel Spaß noch. Ich weiß nicht, Ken und Peter haben bestimmt schon erzählt vom 19. Juni. Ja, haben sie? Okay. Also, kommt alle nach Berlin. Wir wollen mit euch alle ein großes Friedensfest feiern. Und dann sehen wir weiter. Ja. Und wir fahren jetzt weiter nach Berlin. Wir fahren jetzt auf euch weiter. Danke. Ich nehme schon ein großes Gut.